Wir gehen wieder auf Wanderschaft mit hallowil.ch. Die Stadt Wil, die ist umwandert. Zuzwil ist umwandert. Jetzt ist ja fast schon selbstverständlich Uzwil an der Reihe. In Uzwil gibt es den 10-Dörfer-Weg. Und zwar sind das die politischen Gemeinden Uzwil und Oberuzwil zusammen, die eben 10 Dörfer haben, wo man umwandern kann. Ist mit etwa 6 Stunden angegeben, 24 Kilometer. Und mal schauen mal, ob ich das schaffe. Kommt mit! Kaum 2 Minuten unterwegs und schon ist Uzwil verlassen. Schon geht es auf Oberuzwiler Boden. Und das bevor man auf dem eigentlichen Hauptweg ist, vom Weg rund um Uzwil. Aber dazu ein bisschen später mehr. Einfach mal Uzwil und Oberuzwil. Machen schon viel zusammen, sind aber eigenständige politische Gemeinden. Das mal die einfache Basis für den heutigen Rundlauf. Wir sind noch mitten in Oberuzwil, aber das sind schon die ersten klaren Ansagen. Das ist hier aus dem Land rausgedeutet. Und wenn du selber einmal musst, darfst du nichts verstehen. Nein, ist noch nicht das Thema. Der 10-Dörfer-Weg rund um Uzwil und Oberuzwil führt, wie gesagt, rundum um die beiden Gemeinden, zum Teil auch drinnen. Speziell daran ist aber, dass es verschiedene Wege gibt, nämlich 4 an der Zahl. Die sind damit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Der Originalweg ist rot, wie gesagt, das ist der längste, 6 Stunden, 24 Kilometer. Dann gibt es aber auch noch einen Naturweg, einen Aussichtsweg und einen Familienweg, die deutlich kürzer sind, zwischen 2,5 und etwa 3,5 Stunden. Kann man also machen, wenn man gerade Lust hat. Und ganz nur andere Wege, wie der Merliweg, gibt es natürlich auch noch, wo man immer wieder drauf hineinkommt. Also, gehen wir los. Rot lässt grüßen. Benutzung der Straße auch bei Schießbetrieb jederzeit möglich. Fußweg nicht verlassen. Das sind immer vertrauensvolle Hinweise in schwierigen Zeiten. Ja, aber Freunde der gehobenen Schießunterhaltung. Also. Man glaubt es jetzt mal, dass da keine Kugel abdriftet. Ich gehe jetzt mal weiter. Der erste Kleinod von dieser Rundreise, muss ich sagen. Der Bettenauer Weiher. Die Freunde dürfen Betti sagen. Gehört heute zur Gemeinde Oberuzwil. Früher mal ein Bühler. Dem Weltkonzern von Uzwil. Für mich Zeit für eine erste Pause. Was erst? 3/4 Stunde unterwegs? Schon 3/4 Stunde unterwegs. Tja, es geht halt auch da nicht ohne. Ohne Worte. Eigentlich würde ich ganz gerne den hier machen. Oder den hier. Oder beide. Aber das ist der Rundweg von Schwarzenbach und Jonschwil. Ich warte vielleicht später mal. Wir gehen hier. Genau, Oberstetten. Schaut mal das an. Oberstetten, Oklahoma. Man muss wissen, Oberstetten hat 110 Einwohner. Das ist übrigens nicht mal die kleinste Ortschaft von Uzwil. 110 Einwohner nennt sich Oklahoma. Offizielle Geheimnis, warum es Oklahoma heisst, haben wir aber gerade unlängst bei Hallowil aufgedeckt, was dahinter steckt. Oklahoma-Straße. Also, ich würde sagen, da gehen wir uns mal kurz anschauen, wie es aussieht in Oklahoma. Oberstetten Dorf. Ich muss manchmal noch umtaufen auf Oklahoma Bus Terminal. Und etwa ein Bus mehr darf man also durchaus fahren lassen. So, dann ist der Zug gegangen. Etwa 5 Minuten nach Oberstetten sind wir jetzt in Niederstetten. Ein bisschen etwas Größeres. 170 Einwohner.
kleines Update, was so gegangen ist in der letzten Stunde, falls wir später dazugekommen sind, was bisher geschah. Von einem höchstwahrscheinlich subventionierten Kuhfladen empfangen worden, was dann wiederum rund 300'000 gefühlte Viecher fliegende zur Folge hat. Naja. Punkt 2, ein freilaufender Hund begrüßt auf höchem Level. Und Punkt 3, ein freifahrender Biker im Wald begrüßt auf mittelhochem Level. Ja, läuft. All geht's raus. Check. Aus der Distanz zumindest. Dorf 5 von 10 ist somit abgehökelt. Wobei man da eigentlich zu Hause eigentlich nur seitlich streift. Da geht jetzt da der Weg weiter geradeaus. Genau, steht als nächstes auf dem Programm das Dorf Nummer 6, wo wir treffen. Aber das nicht, bevor wir noch die Brücke miteinander besprochen haben. Wir sind jetzt am nordwestlichsten Punkt der Gemeinde Uzwil und die Brücke ist die Grenze zwischen Toggenburg, wo Uzwil noch dazu erzählt, und dem Fürstenland. Da haben wir dann übrigens Brübach, wo schon zu umgehört sind. Das hier, das ist die Utze, die mündet in die Tour. Und für uns bedeutet das, wir sind am östlichsten Punkt der Wanderung angekommen, fast schon. Im Tourhof, nur wenige Meter, dann sind wir dann zu Oberbüren. Wir gehen jetzt hier langsam sicher südwärts. Da geht es richtig wieder auf Uzwil drauf. Dann nachher in die Höhe. Ich lebe noch. Ja, das ist mal die gute Nachricht für den Moment. Ja genau, ich habe die Kupferstrasse unten überstanden und das ohne Fußgängerstreifen. Wahnsinn, wo der Weg auch hier durchgeht. Nein, im Ernst. Es geht jetzt nochmal in die Höhe, der Höhepunkt für den Schluss aufgespart. Jetzt geht es dann nach Niederuzwil Richtung Wielewatt, Stolzenberg und dann eben den Eppenberg als Höhepunkt von dieser Wanderung. Ja, wir sind wieder so weit, dass die Füße langsam aber sicher sich anfangen zu melden. Aber ja, das habe ich mir selber eingebracht, dass wir jetzt da noch das Zeug auf und das Zeug abmühlen. Kleiner Abstecher. Die Wüste Sahara. Weile für uns. Es gibt nicht nur Weile bei Weil, sondern eben selbstverständlich auch ein Weile. Ich gehe jetzt mal östlich von Uzwil. Und so wie zum Thema östlichsten Punkt voran. Das ist nicht gestimmt. He? Da sind wir noch ein Stück östlich gegangen. Und dann haben wir auch noch das idyllische Watt erreicht. Wirklich schön. Und die Frau bekommt zu sagen, aber ich glaube, es ist der östlichste Punkt. Ja, da ist ein markanter Punkt von der Wanderung, Stolzenberg. Das kleinste Dorf von der Gemeinde Uzwil, jetzt mal kurz durchzählt. 70 Einwohner sind das, wenn alle da sind. Und vor allem, das ist auch wichtig, es ist der östlichste Punkt von dieser Wanderung. Bitte merken. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Rickenschwil. Gehört jetzt schon wieder zu der Gemeinde Oberuzwil. Jetzt gehen wir also wieder auf Oberuzwiler Gemeindegebiet. Immerhin. Das kommt gerade noch etwas. Darum besonders wichtig, weil da ist, glaube ich, der östlichste Punkt von dieser. Naja, lassen wir das. Ist egal. Ja, immerhin das Wetter hat noch ein bisschen aufgerupft in den letzten paar Minuten. Das ist doch schön. Sieht man Bichwil gut. Das nächste Dorf zum Abkreuzeln auf unserem 10-Dörfer-Weg. Bichwil gehört zu Oberuzwil. Ja, und ich schwätze mich doch ein bisschen im Kopf und Kragen, weil ich glaube, so idyllisch das aussieht, hinter mir geht es dann steil drauf. Richtung Eppenberg. Das ist noch der nächste Halt. Ah, so. Jetzt geht noch zocken.
schwindelerregende 794 Meter hoch. Bei mir sind wir jetzt Eppenberg. Hinter mir Oberutzwil, Bichwil, von mir und auch Utzwil. Speziell ist aber, dass es da früher mal eine Burg hatte. Und zwar, wenn man hier aufschwenkt, wo jetzt die vielen Schöfe stehen, fressen, zweitens, ja, das war früher die Burg Eppenberg. Ich habe allerdings nur bis etwa im 16. Jahrhundert erwähnt. Was nachher passiert ist, weiss man nicht mehr weiter. Ihr könnt sagen, wann ihr wollt, ich mache jetzt eine Pause. Bitte zählen und weiter geht's. Jetzt heisst es oben. Im Eppenberg. Sie sind runtergegangen auf einem Wanderweg, um jetzt auf der Straße zu landen. Und auf der bleiben wir jetzt auch Richtung Oberutzwil zu, unserem Zielort, damit der Kreis dann geschlossen wird. Bissacht liegt hinter uns, bekannt von seinem Wohnheim. Und da kommen wir jetzt auf Langenau. Der Weiler hat auch ganz ein trauriges Ereignis zu verarbeiten gehabt. Wir schreiben den 11. November 1942. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gang und da hat es hier eine Hinrichtung stattgefunden. Streng geheim gewesen, zuerst nachher alles ausgestellt. Jetzt müsst ihr den Grund hören. Der Ernst Schremli, der es getroffen hat, er hat der deutschen Wehrmacht schlicht und einfach völlig unbrauchbares Material geliefert. Wahnsinn. Die Schatten der Zeit. Haha, den kennen wir doch, den Wegweiser. Es ist geschafft. 24,3 Kilometer. Einmal im Utzwil und Oberutzwil durch. 10-mal Check. Coole Sache, muss ich sagen. Mit einem klaren Höhepunkt oben auf dem Eppenberg. Und dann wieder durch. Naja, da ist eine Pflichterfüllung. Aber lohnt sich. Danke an den Verkehrsverein Utzwil für den Weg, der seit 2 Jahren offen ist. Macht ihn doch auch. Viel Spass.